Hallo Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr vielleicht in der Überschrift schon gelesen habt, geht es heute wieder um einen Drogerie-Haul. Ich war bei Rossmann und bei DM und habe hier eine kleine Tüte voll. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video, damit es nicht zu lange wird. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit den Rossmann-Sachen. Und da habe ich mir einmal hier mitgenommen den Chai Latte Typ Ingwer-Zitronengras. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da gibt es ja Vanille-Zimt und mittlerweile noch ein paar andere Sorten. Steht das hier, glaube ich, irgendwo drauf? Ja, Typ Kokosmandel gibt es, Vanille-Zimt weniger süß, Typ Honig, Typ Schoko und ganz normal Typ Vanille-Zimt. Und ich habe auch letztens schon gesehen, Typ Matcha gibt es auch. Das sind diese Typen hier. Und der hier schmeckt echt lecker. Das ist so richtig lecker erfrischend. Einfach mal so eine kleine Leckerei zwischendurch. Und deswegen durfte der hier mit. Ja, dann gibt es bei Rossmann auch Zeitschriften. Und da habe ich mir diese hier mal wieder mitgenommen. Die Women's Health. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die mag ich eigentlich ganz gerne so zwischendrin zum Lesen. Da sind immer gute Tipps dabei. Gute Produkte. Auch so Pflegeseiten sind mit dabei. Kann man sich immer schön durchlesen. Und da mag ich die echt gerne. Dann durfte mit von Fa ein neues Duschgel. Und zwar Fiji Dream Wassermelonen und Ylang Ylang Duft. Ja, Wassermelone spricht mich allgemein sehr, sehr an. Und es riecht so lecker fruchtig. Und ja, auf jeden Fall ein Sommerdeo. Deo, sage ich schon, Sommerduschgel. Es gibt, glaube ich, auch Deos davon. Die habe ich jetzt aber nicht gesehen oder nicht mitgenommen. Und ja, da durfte das auf jeden Fall mit. Ich habe ja nicht genug Duschgele. Nein, nein. Dann habe ich auch in der Badeabteilung geguckt. Und da gibt es von Tee bei TTZ den Blueberry Cupcake ganz neu. Das ist dieser hier. Und der riecht hier schon aus der Verpackung unglaublich gut raus. Und so sieht das gute Stück aus. Es riecht unheimlich fruchtig, lecker, bärig. Ganz, ganz, ganz toller Duft. Und er ist auch hier mit so Luftpolsterfolie so ein bisschen eingewickelt, damit er nicht kaputt geht. Und es ist auch mit Sicherheit eine super Idee zum Verschenken als kleines Goodie mit dabei. Ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass TTZ da noch mehrere Sorten rausbringt, weil das riecht wirklich richtig, richtig gut. Preislich, glaube ich, lag das bei 2,95 Euro. Also jetzt nicht ganz günstig, aber so viel ab und zu und zwischendurch und zum Verschenken, glaube ich, eine ganz nette Idee. Dann haben wir es auch schon mit den Rossmann-Produkten und wir kommen gleich zu den DM-Produkten. Da habe ich einmal ganz unspektakulär Kosmetiktücher mitgenommen. Hier in diesem neuen Design mit diesen Kakteen drauf. Schaut ganz süß aus. Gefällt mir richtig gut mit dem Rosa, Schwarz, Weiß und Grau. Gefällt mir echt gut. Die durften auf jeden Fall mit. Und dann durften noch mit zwei von diesen Taschentücherboxen auch ganz schöne Designs hier mit der Ananas drauf und dem Gelb und Blau und ach ja, hat mich einfach extrem angesprochen. Und auch diese hier durfte mit, einfach so ein ganz normales, schlichtes, blaues Design. Ja. Dann bin ich ja auch ein unheimlicher Himbeer-Fan und deswegen durfte dieses Duschgel hier mit, das ist auch ganz neu, Balea Himbeere und Litschi Duft. Wie gesagt, ich habe noch nicht genug Duschgel, deswegen durften auch wieder zwei Stück mit. Ja, ich weiß, unlogisch, aber... Also von der Himbeere kommt jetzt hier wenig raus. Also man riecht eher diesen typischen Litschi-Duft. Aber einfach mal schauen, wie das in der Dusche ist. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und wird zum Sommer hin auf jeden Fall Verwendung finden. Das nächste Produkt mit Himbeere drin, deswegen musste es auch mit, auch hier. Ich habe genug Bodylotions, Bodybutters und so weiter, aber die Nivea Body Mousse hat mich einfach angesprochen. Das ist mit Raspberry und weißem Tee. Ja, und hier habt ihr übrigens, das klebt nun mal hier am Deckel. Ja, bei mir hat es schon ausgeduftet, weil ich schon so oft drüber gestrichen bin. Auf jeden Fall durfte diese Nivea Body Mousse
Bodylotion mit für trockene Haut. Und Leute, die riecht so lecker. Und der Schaum ist sehr ergiebig. Also man verschätzt sich hier extrem. Also beim ersten Mal habe ich wirklich so eine halbe Hand genommen. Ich dachte, ach ja, Schaum, ne? Und dann so, ja, ist viel. Also da wirklich sparsam sein. Es ist nicht so der fluffigste Schaum, würde ich jetzt sagen, aber er ist super schön angenehm auf der Haut, zieht schnell ein und duftet einfach unheimlich gut. Ja, dann ich als Wassermelonopfer habe auf Instagram mich anfixen lassen und deswegen bin ich auch in den DM und habe mir von Balea das Wasserspray mitgenommen. Und zwar gibt es das jetzt wohl neu mit Melone. Bin mir nicht sicher, gab es das letztes Jahr auch schon mit Melone? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hier das Melonenspray. Und das riecht auch so lecker. Einzigste, hier kommen immer so, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so dickere Flocken raus. Also so als Gesichtsspray, wenn man schon Make-up trägt, glaube ich, wird das nichts. Aber so zum Erfrischen im Sommer. Dieser leckere Wassermelonenduft auf jeden Fall eine Empfehlung wert, weil diese Wassersprays sind sehr, sehr angenehm. Ja, dann durften auch noch ein paar Beauty-Produkte mit und unter anderem gibt es ja eine oder gab es jetzt eine Vorab-LE für das neue Sortiment und da war auch dieser Stamp-It drin. Den habe ich auch schon ausprobiert. Also es ist ein bisschen tricky, man muss ein bisschen üben. Und zwar ist das hier einfach so ein, ja, so ein Behälter und hier ist so ein klebriges Silikonteilchen drin. Das muss man auch immer sauber machen mit einem Tesastreifen, einfach drüber gehen, geht super sauber. Und dann kann man diese passenden, ja, wie nennen sich die, Designplatten, genau. Die habe ich mir mitgenommen. Das war jetzt die erste, mit der habe ich schon ausprobiert. So sieht das Ganze hier aus. Ich weiß nicht, ob ich euch blende. Genau, und da sind so verschiedene Motive einfach drauf. Da geht man mit einem Nagellack seiner Wahl drüber. Dann in diesem Stamp-It Set ist auch noch so ein Schaber. Dann wird das glatt abgeschabt. Und dann geht ihr einfach mit diesem Ding hier drüber und zieht euch den Nagellack ab und gebt euch das auf den Finger drauf. Wie gesagt, das ist sehr tricky für am Anfang, aber Übung macht den Meister. Und jetzt durfte gestern noch diese zweite Palette mit. Und die hat einfach so, ja, so ein bisschen normalere Designs, nicht so wie die erste Platte, die ist halt doch schon sehr, ja, bunt, ein bisschen mit so Diamanten, Einhorn und so weiter. Und hier kann man sich einfach den ganzen Nagel mit einem Design bekleben und das werde ich auf jeden Fall demnächst jetzt ausprobieren, wenn ich mal Zeit dafür habe, weil man braucht schon Zeit und Geduld und man muss schon ein bisschen üben, aber Übung macht den Meister und das, glaube ich, funktioniert irgendwann auch ganz gut. Ja, und dann durfte noch aus der, ich glaube, das geht auch ins Standardsortiment. Und zwar der Glow Like a Mermaid Highlighter. Der sieht so aus. Auch ein ganz, ganz schönes Design, wie ich finde. Gefällt mir richtig gut. Ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Also er hat so einen leicht goldenen, ja, so einen leicht goldenen Schimmer, keine groben Glitzerpartikel, also so vom Schimmer her sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Also den werde ich auf jeden Fall jetzt demnächst ausprobieren, wie er sich so im Gesicht verhält. Und ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wollt und keins meiner Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!